eine deutliche Mahnung und Warnung von Henry Maske, unserem ARD-Experten, an Silvester mehr zu machen. Das ist auch unser Eindruck. Und ich glaube, dass es einer ist, der von vielen hier in der Halle geteilt wird, egal ob sie jetzt Experten sind oder nicht. Man spürt das auch, dass sich das sogenannte Momentum, wie die Amerikaner zu sagen pflegen, in diesem Kampf zugunsten von Roman Karmazin, genannt Made in Hell, in der Hölle gemacht, gedreht hat. Wobei der Spitzname sich eher darauf bezieht, dass er schon so oft durchs Feuer gegangen ist. Dieser 37-Jährige muss nicht etwa ein böser Teufel im Ring ist. Das haben wir auch hier gesehen. Bisher ein klarer, fairer Fight. Gut, mal wieder die Linke von Silvester, dann kommt dieser kleine Knicks, aber danach müssen dann eben auch noch mal ein paar gerade rechte Schlaghände oder Haken zum Körper kommen von Sebastian Silvester. Im Moment vielleicht ein, zwei Runden Vorsprung für Roman Karmazin. Da zischt mal ein Aufwärtshaken ins Leere. Etwas variabler möchte Sebastian Silvester boxen wieder. So ein linker Aufwärtshaken, der besser geworden ist im Vergleich zu früher, aber bisher sein Ziel hier noch nicht gefunden hat. Ist ein bisschen ruhiger geworden jetzt hier im Jahn-Sportforum. Jetzt kommen sie wieder, als hätten sie selbst gemerkt, dass ihr Liebling die Unterstützung braucht. Mit dem Kopf tief von Karmazin. Und das wird auch sofort angemahnt von El Ghazal, der hier einen guten Job macht als dritter Mann im Ring bisher. Karmazin hat sich in dieser Runde ein bisschen zurückgenommen. Es geht ja auch, sich die Kräfte einzuteilen. Man hat aus seiner Ecke schon gehört, dass er zu führen glaubt. Wir sehen das ähnlich. 9 Runden sind geboxt. 3 bleiben noch für Sebastian Silvester, um das Blatt zu wenden. Schöne Rechte von Sebastian Silvester. So etwas braucht er noch häufiger. Und jetzt hier Wilfried Sauerland, aufgeregt zusammen mit seiner Frau und Arthur Abraham. Sie wissen, dass das hier eine ganz, ganz enge Kiste ist. Und Carsten Röver hat mehr Aktion angemahnt. Der Mann, der bei Fritz Duneck in die Schule ging und 1996 Jürgen Bremer in Kuba zum Juniorenweltmeister machte. Dieses Talent eines Bremer hat Sebastian Silvester nicht. Er hat diesen Arbeitsethos, diese Folgsamkeit, diese Konzentriertheit, aber er muss jetzt auch darüber hinaus einfach mal mehr anbieten. Er muss mehr schlagen. Er muss die Rechte öfter ins Ziel bringen und mit der Linken immer wieder zupieksen. Sonst reicht das hier nicht. Nach Punkten dürfte Sebastian Silvester mittlerweile so weit zurückliegen, dass er im Prinzip hier alles gewinnen muss in den letzten 3 Durchgängen. Sie wissen ja, eine Runde wird mit 10-9 für den Sieger gewertet. Bei deutlicher Überlegenheit einem Niederschlag auch mal 10-8. Karmazin findet eine Antwort. Nach den zunächst besseren Aktionen von Sebastian Silvester geht dann immer sehr schnell mit dem Kopf auch tief, wenn Silvester angreift. Jawohl! Hurricane, Hurricane. Bisher hat er noch nicht so gewütet und getobt
wie man sich das von dem Greifswalder eigentlich gedacht hat. Sie sind ja Wind und Wetter gewohnt hier in Mecklenburg-Vorpommern. Solche Attacken muss er öfter reiten, Sebastian Silvester. Sich dann nicht zurückziehen. Bisschen besser jetzt, diese 10. Runde wieder. Ist aber auch nötig. Bei dem Rückstand, den er normalerweise haben dürfte. Das Publikum spürt das jetzt auch. Jetzt hat er ein bisschen Luftprobleme, hat viel gemacht. In dieser 10. Runde kommt er nochmal, nachdem er sich eine kurze Pause genommen hat. Leichte Blessur bei Silvester unter dem linken Auge. Müssen wir gleich in der Ecke mal drauf achten. Wieder eine gute Rechte an Kamasins Kinn. Der hat auch gegen Miranda auf dem Hosenboden gesessen, also unverwundbar ist er nicht. So muss er weitermachen, wenn er das Blatt noch wenden will. Gerne. Los, die letzten. Ja, die letzten zwei Runden. Los hier, genauso weit wie eben. Der ist müde. Das war aber gut von Sebastian Silvester. Linke Augenbraue bei ihm, haben wir eben gesehen. Kleine Probleme. Das größere Problem steht dort im Ring und heißt Roman Karmazin. Der führt noch immer. Aber wenn Silvester, und das hat er seinem Coach gerade versprochen, diese letzten beiden Runden noch so gestalten kann wie eben die 10., dann hat er hier noch eine Chance auf die Verteidigung des Titels. Es ist kein hochklassiges Gefecht, aber es ist mega spannend. Oh, da hat er einen Konter geschluckt gerade. Tape rechts ist lose, müsste eigentlich angemahnt werden vom Ringrichter. Und das ist gefährlich, wenn das ins Auge zischt. Einen Schlag. Macht jetzt im Moment zu wenig, Sebastian Silvester. Karmazin kommt besser, schluckt jetzt eine linke in den Fight. Das Publikum wittert die K.O.-Chance. Aber so deutlich war, glaube ich, dieser Treffer nicht. Harry Kemp. Wird er hier nochmal durch die Halle toben und fegen? Die linke war gut. Noch eine linke hinterher. Blessur unter dem linken Auge von Karmazin. Hat jetzt doch auch einiges genommen. Etwas halbherzig, die rechte Schlaghand zum Körper von Karmazin. Dickes linker Auge unter dem linken Auge bei Karmazin, deutliche Schwellung. Immer wieder dieses Pendeln im Oberkörper von Sebastian Silvester, der kein festes Ziel bieten will. Gut. Nicht ausziehen. Ja, weiter. Er muss weitermachen, das reicht noch nicht für die Runde. Ein bisschen muss er sich noch was aufheben, muss die linke laufen lassen. Ja! Achtung, Karmazin kommt wieder. Ja, er hat noch Dampf drin, von wegen Ringoper. Gute Rechte von Silvester, aber ein Heumacher. Telefonier ziemlich weit gekommen. Die Rechte gerade war besser. Deutliche Blessuren jetzt auch bei Karmazin.
Es steht spitz auf Knopf hier im Jahn-Sport-Forum. Kalle Sauerland hält es nicht mehr auf dem Sitz. Vielleicht ganz leichte Vorteile in dieser Runde für Sebastian Silvester. Jetzt kommt die letzte Runde. Aber jetzt nicht zurückgehen. Du musst also immer nach vorne marschieren und dann angreifen, dann aber sofort wieder zurück. Ich glaube, du machst das prima. Aber nicht zurückgehen. Die letzte Runde. Nimm dich nochmal zusammen. Dann schaffst du das. Ist, glaube ich, alles in Ordnung da drüben. Immer mit der linken arbeiten.